Oh, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Sonne. Ich grüße euch hier mit dem Licht und mit der Liebe aus dem Botanischen Garten. Heute geht es um das Thema Superhelden und Krafttiere. Ich habe euch direkt einen Superhelden mitgebracht, Superman. Und das wird auf jeden Fall heute Thema sein. Ich sehe schon ganz viele sportliche Menschen hinter mir laufen, vor mir laufen. Schaut mal, die sind hier richtig aktiv. Also übrigens nur mal ganz nebenbei gesagt, ein erfolgreicher Mensch steht morgens früh auf, meditiert, visualisiert. Ernährt sich gesund, haut sich einen Smoothie rein, richtet sich aus, gedanklich und emotional darauf, was er will und treibt ein bisschen Sport. Ja, also die erholen sich. Hier ist ein Kraftfeld, hier ist ein bisschen Energie. Also von daher ist das hier schon ganz nice. Weil, guck mal hier, da unten schwimmen die Karpfen. Ja, die geiern dann direkt rum, wenn man vorbeigeht. Guck mal hier, da die Sonne, wie geil das ist hier am Morgen. So ein Träumchen. Guck dir das an. Wow, 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 wow. So, es soll hier aber in diesem Video um Superhelden und Krafttiere gehen. So Leute, ich schicke mal kurz was vorweg. Ich habe hier 1 Million Terabyte für euch. Und wenn ihr nur eine Festplatte von 100 Gigabyte habt, dann wird es schwierig. Ja, also öffnet euer Bewusstsein, öffnet eure Herzen, schaltet mal ein bisschen den Verstand ab. Ja, erkennt mal, dass ihr multidimensionale Wesen seid. Ja, das will ich euch ja hier beibringen. Dass ihr mehr könnt, als ihr glaubt. Dass ihr mehr seid, als ihr glaubt. Und wie soll ich jemandem das Internet erklären, wenn er nicht mal weiß, was ein Computer ist, verdammte Scheiße, okay? The Secret war erst der Anfang eines riesen Ozeans der Inspiration. Das war ein Tropfen daraus. Okay, ein bisschen mehr als ein Tropfen. The Secret war schon verdammt wichtig. Aber trotzdem, da ist noch viel, viel, viel mehr, was ihr lernen müsst und lernen könnt über euch selbst und über die Welt und über die Entstehung und über die Zukunft und alles, was passiert. Über das goldene Zeitalter. Also wie soll ich jemandem ein Auto erklären, wenn er nicht weiß, was ein Rad ist? Ja? Es geht nicht. Also öffnet euer Bewusstsein, öffnet eure Herzen. So, es geht jetzt darum, über das Thema Superhelden zu sprechen. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum gibt es so viele Superheldenfilme jetzt gerade? Glaubt ihr, das ist Zufall? Wacht auf! Es ist kein Zufall, dass jetzt Superman-Filme 5-mal rauskommen. Batman, Spider-Man, Deadpool, wie sie alle heißen, Percy Jackson, Harry Potter, ja, sogar Twilight oder Neo, Matrix. Ja, Iron Man, The Avengers, Thor, Hulk. Warum passiert das, Leute? Es ist die Heldenreise. Ihr seid euer eigener Held. Was wollen euch diese Filme sagen? Sie wollen euch nur sagen, der Held ist in dir und nicht im Außen, Mann. So wie bei Neo in Matrix. Du bist der Held. Das ist das Wissen der alten Mysterienschulen. Suche das Glück und die Power in dir und nicht im Außen. Nicht irgendwo in deiner Partnerschaft oder irgendwo in der Wirtschaft oder irgendwo. Macht es nicht von anderen Leuten abhängig, von äußeren Faktoren. Ein wahrer Meister holt sein Selbstvertrauen immer von innen heraus und nicht von außen. Diese Filme wollen euch alle Selbstmeisterschaft beibringen, Leute. Nicht mehr und nicht weniger. Nur Selbstmeisterschaft. Gedankenkontrolle, Gefühlskontrolle. Was passiert denn mit einem Helden? Der fällt auf die Fresse, richtig schön, ja. Das ist hier kein Pillepalle, ja? Der fällt richtig schön auf die Fresse. Schon wieder ein paar Jogger. Hallo. Hallöchen. Drei nette Damen, die hier schön lächeln und einfach vorbeijoggen. Ja, die sind fit, die haben Bock, ja? Die haben Bock, ihr Leben zu kontrollieren, weil die schon hier um 8 Uhr morgens joggen. Wie viele es hiervon gibt? Geil. Ja, und ein Held fliegt auf die Fresse am Anfang. Er weiß nicht, wer er ist. Er zweifelt, er wird gemobbt. Spider-Man. Ja, Tobey Maguire, habt's doch gesehen. In der Highschool. Alle machen ihn fertig, ja? Der Loser, der klassische Loser, bis er dann zum Held erwacht. Er fliegt richtig auf die Fresse. Und kurz bevor er zum Helden wird, wie bei Neo, dann fliegt er nochmal richtig auf die Fresse. Dann zeigen sich seine Probleme in allen Lebensbereichen. Dann wird er von seiner Familie verlassen, sein Vater stirbt, seine Freundin verlässt ihn, er hat Misserfolg im Job und ist einfach auf dem Boden und kriecht. Und dann muss er seine scheiß Ängste konfrontieren, seinen inneren Drachen. Das ist die Heldenreise, Freunde. Werdet euch mal bewusst, warum diese Filme so oft gezeigt werden. Harry Potter genauso. Zauberstab, was ist der Zauberstab, ha? Der Film suggeriert euch, dass ihr auch zaubern könnt. Ihr seid Zauberer, ihr seid wie Merlin, Mann. Was meint ihr, warum so viele Bücher davon verkauft worden sind? Weil die Leute es unterbewusst schon längst wissen. Ja, erinner dich, wach auf! Was ist denn mit euren Träumen? Schaut euch mal einfach eure Träume an, Leute. Glaubt ihr, das ist alles Zufall? Glaubt ihr, das ist alles irgendwie von euch selbst erschaffen, aus dem Gehirn, aus dem Verstand? Bullshit, wach auf! Dein Unterbewusstsein ist verbunden mit allem, mit einem riesen Feld, mit der Akasha-Chronik. Das ist jede Information gespeichert. Du bist verbunden, du machst Astralreisen. Du kannst sogar in die Vergangenheit, in die Zukunft reisen. Natürlich verarbeitet man auch Tageserlebnisse, das ist auch klar. Aber du hast Kontakt zu verstorbenen Menschen, Alter, wach auf!
Es ist doch schon längst bewiesen, Alter, dass es Nahtoderlebnisse gibt. Wach auf! Echt. Öffne deine Festplatte, Alter. Check endlich mal, dass es das Internet gibt. Leb nicht hinterm Mond, Mann. Check endlich mal, dass es Autos gibt. Leb nicht hinterm Mond. Ja, und du weißt noch nicht mal, dass es ein Rad gibt. Du weißt noch nicht mal, dass es einen Computer gibt, ey. Wo ist dein Bewusstsein? Wach auf! Ich schreie rum. Ich glaube, die Leute, genau, Deadpool zum Beispiel. Was suggeriert der? Der nimmt alles mit Humor, alles mit Leichtigkeit, ja? Bist du in der Lage, also das ist die Message von Deadpool. Bist du in der Lage, cool zu bleiben, wenn einer sagt, du bist hässlich? Alter, du bist richtig hässlich. Du bist sowas von hässlich. Du bist so fett, Mann. Du bist fett und hässlich. Ja. Und bist du dann in der Lage zu lachen und sagen, ja, Mann, ich bin der König der Hässlichen, Alter. Ich bin der König der Fetten. Weißt du, wann Frauen für mich attraktiv sind? Wenn die über sich selber lachen können. Das finde ich geil, wenn Frauen über sich selber lachen können. Wenn Frauen einfach cool sind. Gerade auch ein bisschen korpulentere Damen, die über sich selbst lachen können. Das finde ich äußerst attraktiv. Das ist schon sehr selbstbewusst. Und Selbstbewusstsein macht doch attraktiv, Leute. Alles andere ist doch Schwachsinn. Also werdet euer eigener Held. So wie Superman. Was ist denn die Message von Superman? Superman hat den Fokus. Den Fokus. Einfach den puren Fokus. Die Konzentration, die Menschheit zu befreien. Nichts mehr und nicht weniger. Das haben alle Superhelden. Warum? Weil die Bösen manipulieren. Die Bösen ziehen die Stricken. Die Bösen halten alle klein in Angst und Schrecken im Gefängnis. Und was machen die Helden? Sie befreien, Mann! Also befreien. Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. Nicht erschrecken, bitte. Seht ihr, die lacht. Es kommt immer auf die Energie an, wie man es macht, Leute. Spürt mal in die Energie rein. Wacht auf! Ihr seid multidimensionale Wesen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das sind Krafttiere. In der Schauspielschule haben wir das auch gelernt. Nimm mal dein Krafttier. Mittlerweile arbeiten viele Therapeuten damit, mit Krafttieren. Was ist dein Krafttier? Kann auch ein Frosch sein. Frosch kann auch springen. Kannst auch Gedankensprünge machen. Kann auch ein Eichhörnchen sein. Ist auch flink und wendig und schnell. So, ich habe hier so meine Krafttiere. Ich habe mehrere, weil mehrere zu mir gekommen sind. Ich habe einen weißen Wolf für Führungskraft. Ich habe einen weißen Drachen, der riesig ist. Und ich habe einen Adler. Und ich habe eine Schildkröte, weil die Schildkröte gepanzert ist. Das sind meine Krafttiere, die alle zusammen wirken und die kommen jedes Mal, wenn ich sie rufe. Das sind deine Gedankenformen, deines höheren Selbstes. Wach auf! Wach auf! So, und für alle, die null Ahnung haben von Spiritualität von euch, ne? Weil solche Leute soll es ja auch geben, die wirklich hinterm Mond leben, die so richtig eiskalt hinterm Mond leben und richtig hart im Hamsterrad oder was weiß ich, oder gar keine Ahnung haben, was auf dieser Welt passiert. Zieht euch mal David Icke rein, Leute, ehrlich. So, hier Krafttier Wolf, kann ich nochmal hier zeigen. Sieht man das? Da ist so eine schöne Mischung drin. Hier ist ein aufgestiegener Meister, Laoze. Den räuchere ich auch. Und ich habe davon halt auch noch so, das ist so eine Kräutermischung, ich habe noch so ein Gefäß zum Räuchern. Und dann steht so ein Duft im Raum und dann merkst du einfach, ja, dass du verbunden bist mit deiner Energie. Du musst da ja auch reingehen in diese Energie. Ja, also lässt du dich von deinen Ängsten noch beherrschen oder hast du die komplett unter Kontrolle? Ich habe keine Angst vor nichts mehr, Mann. Nichts kann mich mehr aufhalten. Aber ich bin trotzdem freundlich und bestimmt. Ich habe auch die Liebe, ich habe auch meine weiblichen Aspekte. Intuition, Vertrauen, Liebe und Höflichkeit. Kreativität, das sind weibliche Aspekte der Schöpfung. Und die männlichen Aspekte sind Disziplin, Willenskraft, Handeln, ja, Führen, Logik, Licht. Licht ist das Männliche, Leute. Und Liebe ist das Weibliche. Licht ist Bewusstsein. Liebe ist Liebe, so wie Himmel und Erde. Ja. Der Himmel ist das Licht. Und auf der Erde ist das Wasser. Wir Männer sind das Feuer. Wir Männer sind die Aktivität. Und die Frauen... Das sind die, das sind das Wasser, sie lassen es fließen, alles im Fluss, Passivität, wir Männer sind aktiv. Das wird in den Schulen gelehrt, in den Stammesvölkern, in den Indianern, da weiß jeder Bescheid. Nur hier in der westlichen Welt sind die Männer Waschlappen geworden und versuchen irgendwie, sich eine Frau zu kriegen, die so ist wie ihre Mutter, ja. Und und jammern rum, machen sich abhängig von den Frauen, haben ihre Männlichkeit komplett verloren, ihre Erdung, ihre Stabilität. Wo bist du als Mann? Bist du in deiner männlichen Essenz? Hast du eine Vision? Hast du Stabilität? Oder jammerst du immer noch rum? Ha? Dass alles scheiße ist, dass die Frauen hier die Welt übernehmen. Bullshit, die Frauen haben doch einfach nur aus Verzweiflung versucht, die besseren Männer zu werden, weil sie es auch nie gelernt haben, ihre Weiblichkeit zu leben. Ja, deswegen bin ich da und viele andere Coaches. Und nicht alle Coaches machen es richtig. Also ich habe Coaches erlebt, die haben Blockaden des Todes. Ich segne alle Coaches da draußen, die das hier sehen und alle, die eine Berufung dazu haben, ja. Aber auch ich war nicht immer frei.
so wie ich jetzt bin. Ich hatte auch meine langen Zweifelsphasen. Ich hatte auch wirklich deprimierte Phasen. Ich habe alles gesehen auf der anderen Seite, was man sehen kann. Kurz gesagt. Aber im Detail gehe ich in meinen Coachings drauf ein. Oder im Jetzt glücklich sein, in meinem E-Book. Zieh es dir rein und du wirst mehr Glück empfinden. Und ich möchte das jetzt nochmal, du wirst mehr Kontakt zu deinem wahren Selbst finden. Und jetzt möchte ich nochmal mit einer Sache abschließen. Du bist der Held deines eigenen Lebens. Schau dich doch jetzt mal an, wie du jetzt in deinem Leben stehst. Ja? Schau dich jetzt mal an in deinem Leben, wie du jetzt bist. Als wäre es ein Film. Zoom mal raus mit der Kamera. Was siehst du für einen Film? Ja, du spielst die Hauptrolle deines Lebens. Siehst du ein Drama, siehst du eine Komödie, siehst du einen melancholischen Film, siehst du ein Stand-up oder ein Slapstick oder was auch immer. Und, oder siehst du irgendwie einen Horrorfilm. Was siehst du? Und jetzt stell dir vor, du bist der Schauspieler, du bist der Regisseur und du bist der Autor deines Lebens. Ja? Du hast alles selbst in der Hand. Du und kein anderer. Also nimm den Stift in die Hand und schreibe jeden Tag neu. Schreibe jeden Tag neu. Schreibe es auf, was du willst, wer du bist und wo du sein willst. Dein Herz zeigt dir den Weg. Nicht mehr und nicht weniger. Dein Verstand ist nur Diener. Dein Verstand ist dein Diener, um die Zukunft zu gestalten. Das ist ein Werkzeug. Dein Herz ist die Wahrheit. Ist auch 5000 Mal stärker und schneller und hat ein größeres Magnetfeld. 5000 Mal stärker als dein Kopf. Also, wach auf. So, Leute. Also, vielleicht habt ihr jetzt ein paar Gigabyte mehr. Vielleicht sind wir von den 100 auf 1000 gekommen. Und bald seid ihr auf 100.000 Gigabyte. Und hoffentlich bald auf der 1 Million. So, und dann sehen wir uns im Licht wieder. Bis dann. Ciao. Apropos Licht, ja, da bist du, Baby, wenn ich dich suche.